Jo Leute, kurzes Vorwort zu dem Video, was ihr gleich sehen werdet. Ich bin hier gerade im Schnitt und ich wollte euch sagen, dass es einen kleinen Fehler gab bei der heutigen Folge Pokémon Feuergrün. Nämlich kurz vor Ende ist es passiert, dass kurz meine Aufnahme abgebrochen ist und das ganze Programm abgestürzt ist. Das lag daran, dass ich in was reingeschaut habe, wo nichts drin war und anscheinend hängt sich da das Programm auf. Jetzt bin ich schlauer, also drücke ich kein A mehr, weil sonst hängt sich alles auf und auch die Aufnahme. Und deswegen muss es halt zusammengecuttet werden. Also tut's mir leid, da jetzt, falls es ein bisschen komisch ist. Aber sonst ist die Aufnahme perfekt geworden. Ja, und falls ich noch... Ich habe mich jetzt lauter gestellt, jetzt müsste man mich eigentlich gut hören. Danke fürs Zuhören, jetzt viel Spaß mit dem Video. Ciao! Okay, 3, 2, 1, Freude, guten Tag, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von 13, herzlich willkommen zu dem zweiten Part von Pokémon Feuergrün. Ja, im letzten Part, wir sind Maike? Ja, wir sind Maike, denn wir haben Elpim, wir haben Flame, haben wir erstmal gespielt, aber da er nun keine Pokémon hat und nicht so krass darf, muss Maike das jetzt erledigen. Und ja, wir sind jetzt Maike. Im letzten Part haben wir gemerkt, dass das E und die Pokémon von Professor Eiche geklaut wurden. Und ja, jetzt waren wir ins hohe Gras. Was lässt du mich so an? Jetzt chill mal. Okay, let's go. Route 1. Oh nein, unser erster Pokémon-Kampf. Ist das ja, das ist an den Anime gelehnt. Der erste Gegner ist ein Taubsi. Das ist so gemein, dass Taubsi hat so eine Fliegermütze auf, weil damals gab es so eine Episode, wo Taubsi zum Mond wollte und das hat es fast geschafft und ja, und da schickt er die Sonnenbrille, richtig cool. Kampf und wir machen jetzt einen Blubber. Ja, und ihr seht, das Angriffverhalten ist ein bisschen anders als in den normalen Spielen, finde ich aber cool. Okay, Geschichte und wir kriegen wie viel EP? 35. Nice. Dann schauen wir mal weiter. Was? Noch ein Taubsi auf Level 3. Okay. Dann besiegen wir das jetzt hier mal und dann hauen wir mal in die nächste Stadt ab, hätte ich gesagt, weil wir wollen ja das E von Professor Eiche wieder haben. Ey! Was tackelt er mich weg? So ein Arsch. Genauigkeit sinkt, okay. Nice. Okay, sehr gut. Level 18 mal, cool. Junge, auf jeder Weg. Oh, ein normales Taubsi. Auf Level 2. Da flüchte ich mal ganz gediegen, weil... Was ist schon ein Taubsi? Route 1. Ja, das wurde mir schon angezeigt, hätte ich nicht wissen müssen. Schon da? Ach, da versteinerte Items. Ja, auch in der Prähistorie gab es bereits Tränke. Okay. Wir finden zweimal Trank. Nice. Cool. Also... In der Steinzeit gab es jetzt auch schon Tränke. Nice. Ein Radfratz. Okay. Den wollen wir auch mal besiegen. Denn wir brauchen jedes Level. Loba los! Jawohl! Okay, wir hauen. Wir schauen jetzt erstmal, wo es weitergeht. Okay, das ist der Schneiderbusch, da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Rein da. Bin ich durstig. Oh. Halt dich da, du darfst hier nicht durch. Es sei denn, du bringst mir was zu trinken. Okay. Leute, Sekunde, ich mute mich kurz. So Leute, da sind wir wieder. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Also er braucht was zum Trinken. Hm. Schauen wir mal. Jetzt fangen die langsam an, mich zu nerven, die Pokémon. Jetzt schon, Alter. Was ist denn los da, ey? Kampfblubber. Tut natürlich kritisch. Krass. Und schon, one-hit. Cool. Au. Knoblauchheim. Und dann gehen wir ja erst einmal...
Was mit Gary? Ja, ja, kennen wir schon. Gehen wir mal da rein. Markus, da bin ich. Hallo, Maike. Ich habe hier etwas als Dank dafür, dass du die Pokémon zurückführen willst. Maike erhält eine Flasche Whisky. Ja gut, ist die Frage, wo er das Whisky hat. Viel Glück noch. Ja, ja, danke. Komm, ruhig ein wenig aus. Danke. Kann man wirklich gebrauchen. Ist halt die Frage, wofür brauchen wir das? Gute Frage, nächste Frage. Ab auf die Route 1 wieder. Da können wir dem Kerl jetzt ein Whisky, den Whisky bringen. Zack, und durch da. Bin ich durstig. Halt, du kannst nicht durch sein, du kannst nichts trinken. Das Alkohol! Ja, Mike übergibt Whisky, wie auf den Tisch springt. Wie ein Affe. Boah, geil. Lange, den Alkohol gesagt hast. Ja, ja, chill, ne? Darf ich dein Pokémon sehen? Das ist für wissenschaftliche Zwecke. Ich habe bestimmt kein Pokémon-Fetisch. Ich zeige Shiki. Yeah! Ach du Scheiße. Er hat ein Pokémon-Fetisch. Ah! Im Silberwald. Ein Raupion. Level 3, okay. Was geht's? Kampf und Blubber. Das bringt nicht viel, aber egal. Tackle macht 2 Schaden, nice. Hi. So. Ist hier irgendwas? Lol. Cool, dass er die Animation hier reingemacht hat. Nicht schlecht, Herr Specht. Gut gemacht. Ein Entwickler des Spiels, Props gehen raus. Weil das ist schon... Muss man auch erstmal hinkriegen, sowas. Wie viel zieht das? 9. Ey! Daneben. Och, einmal und schon daneben, oder was? Mach Feigkeil Sprüch. Ein Trank. Jetzt haben wir schon 3 Tränke. Cool. Schauen wir erstmal hier weiter rum. Wer bist du? Ich hab mich im Wald verlaufen. Weiter im Wald ist es doch fast unmöglich. Ey, wenn du mich verarschen willst, dann schlage ich dich. Ich hab einen Shiggy. Nein! So leid, dass ich dich beleidigt habe. Ich will nicht von einem Shiggy anlegen. Ja, ne? Nein, ich wollte ja sehen, ob was war. Gibt ein Visor. Greift an. Was guckt mit Gold? Los, Blubber und tot. Nice. Ich habe jetzt gar nicht so gecheckt. Ich habe gerade auf meine Tastatur geachtet. Okay, was ist noch ein Raupi? Es gibt ja noch ein kleines Easter Egg an Raupi, glaube ich. So eins, es gibt eins auf jeden Fall, das weint. Das ist richtig geil. Das will ich auch noch zeigen, wenn ich, wenn ich es finde. Los, Blubber und tot. Besiegt. Gleich Level 9. Nice. Ist hier noch irgendwas? Ja. Maike findet eine kleine Statue. Okay. Lass ihn mal so stehen. Meine Schwester hat was gegen meine Pokémon. Der erste Pokémon-Kampf. Okay. Käfersammler schickt Raupi in den Kampf. Los, Shiggy. Blubber. Blubber ihn weg. Dann gehen wir jetzt hier erstmal auf Tackle. Haben wir ihn, nice. Und Level 9. Sehr cool. Ein depressives Raupi. Ja, das ist auch aus dem Anime. Das kann ich auch erzählen. Das ist, weil, wer das nicht gesehen hat, in der Folge hat Ash sein Raupi gegen einen Tauboga kämpfen lassen, der Trottel. Und dann hat es angefangen zu weinen, weil, ja, Träne. Nicht effektiv. Weil Tauboga ihn so zugerichtet hat. Verstehe? Deswegen ist das so passiert. Okay, Sammler schickt 3-mal aufs Raten. Richtig, rauf in den Kampf. Ist ja nicht so, als ob er was irgendwas anderes hätte. Ein Fadenschuss. Da ist er weg. So, nice. Warte mal kurz, ich komme gleich wieder. Mach kurz meine Tür zu. Leute, da bin ich wieder. So,
Das muss man daran liegen, dass Mädchen sich nicht aus Insekten machen. Vermutlich gibt es auch deshalb keine weiblichen Käfersammler. Scheint es möge Game Freak oder Nintendo Klischees. Ja, das kann gut sein. Wir haben auch keine... Misty! Ja! Da ist Misty. Pokémon-Arena drin. Was? Ein Visor. Ich will jetzt mal Level 10 mal schnell wie möglich zu erreichen. Ohne zu heilen bisher. Die Kämpfe sind ja auch noch relativ easy. Kann ich da rein? Achso, da kam ich her. Achso. Das habe ich jetzt gerade verpeilt, sorry. Da war ich jetzt ein bisschen zu dumm dafür. Die Mucke aus Höhlen übrigens. Auch sehr schön, eine meiner Lieblingsmusik. Das Pokémon. Okay, wie kommen wir jetzt zu Misty? Da müssen wir... Nein! Scheiße! Ein Visor. Ja, wir besiegen jetzt erstmal alles, weil... Ich will so schnell wie möglich Level 10 erreichen, weil... Ja moin, 1 KP! Ich überlebe auch immer mit 1 KP. Gut, wir heilen kurz. Okay. So. Also auf jeden Fall mega nice das Spiel eigentlich. Also, ich kann es euch nur empfehlen. Also ich werde es wahrscheinlich jetzt in die Videobeschreibung packen. Ein Video, wo man sehen kann, wie man sich das downloadet. So, habe ich es gefunden. Oh, ein Safcon. Nice. Wir sammeln fleißig für den Pokédex. Aber ich habe das Gefühl, wir werden das nicht brauchen. Wir wollen das E. Professor Eiche. Er setzt Härtner ein. Härtner! Noch mehr Härtner! Safcon kann nichts anderes als Härtner. Treffen mit einem Härtner. Ach man, ist das behindert. So. Haben wir den auch. Und fast Level 10. Coole Sache. Da ist ein Item. Ich will da jetzt eigentlich nicht hin. Was soll's, ich hol's mir gleich. Sofort, ich will erst noch dieses Taubsi besiegen. So, nice, und damit haben wir Level 10 erreicht. Sehr cool. Okay, Sekunde, ich hol's kurz. Ein Pokéball! Ich kann Pokémon fangen, theoretisch. Was soll ich machen? Ja, ich will euch zeigen, wie ihr so ein Pokémon fangen wird hier in diesem Spiel. Ja, fangen wir halt schon den Taubsi. Vielleicht benutze ich es sogar mal schon. Kleine Schule aus dem Söhnwald. Presst ein Pokémon in eine kleine Kugel. 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, Taubsi wurde gefangen. Jetzt haben wir 2 Pokémon. 2 Sklaven, die uns auf dem Weg helfen müssen. Sie wollen es nicht, aber sie müssen. Und ich weiß nicht, was Mike mit ihnen anstellen wird, aber ich glaube, nichts Gutes. Es hat für mich, das kann ich ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, es hat für mich ein wenig schwierig, weil ich nehme mich dazu auf und ich sehe es halt alles nur auf dem kleinen Bildschirm und nicht hoch. Ich kann es nicht Vollbild stellen. Für euch ist es Vollbild, aber für mich halt nicht. Wir haben Panzerschutz erlernt, lol. Wäre schön, wenn ich auch mal davon in Kenntnis gesetzt werde. Okay, das fangen wir auch noch schnell. Los, Pokéball! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und gefangen. Nice. Los, ah nein! Jetzt geht ihr mir auf den Sack. Und das wollte, oder wie wollte ich eigentlich? Los, Tackle! Tackle ihn weg! Tränen nicht effektiv macht einen geschafft. Das ist behindert. Oh Mann, Alter. Okay. Oh, da ist Misty. Weißt du vielleicht, wie man Celebi ruft? Ich schaff das einfach nicht. Ich denke, ich gebe auf. Ich wollte dir gerade antworten, ne? Tja. Ich glaube, wir sollten einfach die Statue benutzen. Wir finden, Mike findet noch ein. Yeah, auf jedem Schritt! Ah! Auf den Sack. So. Das Schwein. Scheint ein kleines Loch zu sein. Ich stelle mir die Statue hinein. Mach das. Hey, das reimt sich. Krass.
Was passiert? Die Welt geht unter. Ah! Nein! Es passiert! Epileptischer Anfall! Was? Pedro! Oh, süß! Was? Nimm das sofort zurück! Boah, jetzt reicht's mir! Maike? Was haben wir getan? Okay, ich lasse es einfach mal so stehen. Erstmal ein Pokémon töten. Ja moin. Let's go. Wetten jetzt, wenn ich mich ein... Okay. Glück gehabt. An mir kommst du nicht vorbei. Bist du so sicher? Ich behaupte das Gegenteil. Ich kämpfe jetzt einmal Saftkorn in den Kampf. Ich habe einen Shigi. Los, Tackle. Oh nein, der kann nur Erdmann. So wenig. Fangt euch nie in Saftkorn, Leute. Also nicht böse gemeint, aber fangt es einfach nicht. Und wieso ging das jetzt gerade daneben? Hä? Wehe, ich kriege jetzt nicht down. Alter. Los, tschüss. Aber wir haben ein Level gut. Käfer-Sammler schickt Depressions, glaube ich. Okay. Nein. Naja, immerhin. Two-Hit. Ciao. Geil. Aber mein Pokémon. Ja. Ich komme auch an dir vorbei. Ist okay. Und da laufe ich jetzt garantiert nicht runter, weil dann komme ich da so in der Sackgasse, habe ich keinen Bock drauf. Au. Ich habe mein Flammie ein wenig getuned. Was? Streber schickt Flammie in den Kampf. Ey, du Cheater, machst halt noch OP, Alter. Richtig geil. Das war so ein richtig Muskelprotz. Ja, nicht effektiv, macht 6 Schaden, was zum Teufel? Also, wie überlebe ich das? Also, bitte. Aber Level 11. Schön. Was ist unfair? Nö, ist eine Taktik, mein Freund, und kann ich genauso machen wie du. Speichern. Beutel. Tränke, wir heilen mal dich dann mal wieder voll. Und dann hauen wir mal weiter ab. Sorry, was weiß ich gerade, was hört, dass meine Schwester hier rumschreit. Maike findet noch einen Trank. Gut, dann hat sich das erledigt. Ich will das nicht, aber ich schaue jetzt, was da hinten ist. Aber nur für euch. Weil jetzt werde ich von solchen Pokémon angegriffen. Flucht. Okay, ein Pokéball. Einen Superball. Kann ich noch ein Pokémon hier fangen? Ein Saftkorn macht keinen Sinn, das zu fangen, weil das ich ein Pokémon habe, das hier entwickeln kann auf Saftkorn. Deswegen mache ich das nicht. Topsy habe ich auch schon. Also danke, aber nein, danke. Noch ein Saftkorn. Nein, ich will nichts machen. Hey. Tschüss. Da fange ich mir halt kein Pokémon. Mir doch egal. Ich will das auch nicht, aber ich gehe einfach dahin. Mich reizt es, dieses Raubi zu fangen, aber ich mach das nicht. Nein, ich kann da wieder stehen. Ich bleib standhaft. Wollte fast einen Superball werfen. Noch ein Item, sehr gut. Ein Pokéball, okay. Wow. Diese Jump-Geräusche sind schon geil. Okay. Bekomme ich auch ein wenig Whisky? Nee, ich habe nichts mehr. Ich habe alles einem Kumpel gegeben. Ich hasse meinen perversen Kollegen. Ja. Wieso muss ich auch die Schicke zeigen? Route 1. Again. Ja, okay. Das hat das Gleiche. Noch ein Trank. Okay, cool. Dann hauen wir hier mal weiter ab.
Okay, hier ist eine Sackgasse. Hä? Hä, bin ich blöd? Hä, wo geht's lang? Hä? Ah, nee, ich bin dumm, da geht's ja weiter. Oh. Ah, ein Visor, das können wir uns noch fangen. Ich weiß, das bringt nichts und ich werde es ja nie benutzen, aber ich fange das einfach mal. Nein! Bitte bleib jetzt drin. Nein! Please, wieso? Ja, dann fange ich dich jetzt dieses Mal, aber... Muss ich dich halt erstmal schwächen, bevor ich dich... einen Pokéball werfe. Ja, okay. Oh! Leute, gerade ist eben das Spiel abgestürzt, weil wenn man nichts mit einem Beutel hat, anscheinend gibt es einen Bug. Deswegen tut es mir leid, dass es gerade einen kleinen Lag gab, aber jetzt machen wir einfach weiter. Ich muss halt aufpassen, kritisch und ist schon down, okay. Na egal, wir haben doch einen Pokéball jetzt dafür. Ist doch ein fairer Deal. Noch ein Trank, cool. Mann! Ja, okay, dann fange ich dich jetzt auch. Dann holen wir uns den noch und dann machen wir das nächste, alles im nächsten Part dann. Muss ich nämlich schon... Keine Bälle mehr. Oh, nee. Ach, bin dumm. Ich hab die liegen lassen. Ja, dann besiegen wir noch und dann war's das, ey, Leute. Ha, ich hab mich an einer Ecke versteckt und du hast mich nicht gesehen. Wir Camper haben es einfach drauf. Jetzt bist du fällig. Wenn du meinst. Nein. Arsch, Mann. Ja, los, Shiggy. Lol, der ist schon Level 7. Erstmal heilen. Aber die Tränke sind noch da geblieben. Immerhin etwas. Okay, go. Weiter mit Blubber angreifen. Ja, jetzt haben wir ihn gleich. Ja, mit seinem scheiß Ruckzuck-Hieb. Er one-hit mich halt fast damit. Okay, da ist er down. Noch ein Radfratz. Nee. Okay, jetzt ein Level niedriger. Ey, macht halt so weiter, ne? Ja, weiter. Ich kann ja nichts machen, außer das. Okay, immerhin war das jetzt ein kritischer Treffer. Nice. Und wir greifen jetzt zuerst an. Puh! Der hat uns ziemlich nerven können. Ein Visor. Nö. Blubber. Los geht's. Und dann wird er gleich mal Level 12. Nice. Nein, fast. Das ist kein Ego-Shooter, sondern Pokémon. Außerdem sind kein Camper bei beiden unbeliebt. Ja, lass mal so stehen. So, den Typen, den besiegen wir im nächsten Mal, Leute. Danke fürs Einschalten. Morgen wieder einschalten oder so, wenn wieder die zweite Folge kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Könnt gerne den Kanal abonnieren, ist obligatorisch. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Pokémon Feuergrün. Ciao, Servus, und Ciao.